Auf dieses Duell hat die ganze Fußballwelt gewartet. Es ist ein Duell, in dem alles drin ist. Ein Duell, das Fußball vom Allerfeinsten verspricht. Gleich kann es hier endlich losgehen. Gleich rollt hier der Ball. Bleiben Sie unbedingt dran. Das Warten hat ein Ende. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen, liebe Fußballfans. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. FC Barcelona gegen Real Madrid. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Andreas Christensen spielt mit Ronald Araujo in der Abwehr. Frenkie de Jong steht neben Ilkay Gündogan in der Mitte. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. David Alaba spielt mit Ferland Mendy in der Abwehr. Federico Valverde steht mit Jude Bellingham im Mittelfeld. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Oh, Ballverlust. Rafinha. Rodrigo. So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Platz auf Außen hier für Rafinha. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Courtois verhindert den Treffer, den eigentlich fast schon sicheren Treffer. Super gehalten aus dieser Entfernung. Bellingham. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Sie kommen über den Flügel. Aus großer Distanz, ich glaube, das wird nichts. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Gibt eine Ecke für Barcelona. Der Schuss. Super von Courtois, er hat den Ball. Ilkay Gündogan. Ball kommt gut nach hinten. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Robert Lewandowski! Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Real Madrid ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Guter Pass. Macht er genau im richtigen Moment. Sie machen da schön Druck. Sie holen sich hier den Ball. Koundé. Er verhindert die Flanke. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Rodrigo. So, Tor Nummer 1 hier im El Clásico. Und das ist natürlich wichtig für Real. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Rafinha. Tchouaméni. Keine leichte Situation für Alaba.
Rodrigo. Ballverlust Real Madrid. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Sie haben durchaus Platz auf außen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Sie versuchen es. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Das könnte die Gelegenheit geben. Gefahr noch nicht bereinigt. Das Tor durch Vinicius Junior. Wunderbar gemacht, ganz stark. Das ist eine ganz typische Szene natürlich. Barcelona verliert den Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Rafinha. Chance zum Ausgleich. Den hat er super gehalten. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Rafinha. Koundé mit dem Ball. Er zieht ab. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Barcelonas Chancenverwertung ist heute alles andere als ein Glanzpunkt. Die ist viel zu schwach und deshalb droht die Niederlage. Jetzt ist er durch. Kein Problem, ganz sicher. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Ball kommt nach hinten. Gute Abwehr. Vinicius Junior. Ganz alleine die Chance. Das Tor ist offen. Ja, da ist das Tor. Da war alles frei. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Er ist heute einer der auffälligsten. Er hatte hier schon einige gute Szenen, also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Ist bisher nicht das Spiel von Barcelona. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs ist man hier klar hinten. Steilpass von Camavinga. Vinicius Junior. Riesenchance. Nächstes Tor und jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Nächstes Tor für Real. Sie erhöhen weiter. Führung damit schon 3 Tore. Joao Felix. Der Ball kommt hoch rein. Schöner Block. Gefahr ist aber noch nicht bereinigt. Jetzt Lewandowski. Frenkie de Jong. Lewandowski! Sie können kontern.
Ball ist bei Jude Bellingham. Den Ball holt er, gut verteidigt. Lewandowski. Chance zum Tor. Der ist drin. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Steilpass kommt. De Jong war das. Aber ist die Abwehr doch da. Aus diesem Steilpass können sie also nichts machen. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Die können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Gut verteidigt. Vinicius Junior. Geht vorbei. Vinicius Junior! Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Nun Lewandowski. Den hat er förmlich geahnt. Vinicius Junior. Geht unwiderstehlich nach innen. Er hat weiter den Ball. Ganz wichtig, da muss er hin. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Rafinha. Da ist die Chance. Abgeblockt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Sie wechseln. Bellingham. Ganz alleine. Aktion geht weiter. Gut abgeblockt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Aber da machen sie dicht. Spiel läuft weiter. Vorteil für Barca. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Anspiel kommt nach hinten. Ja, wird geblockt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Rafinha. Rafinha. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ballverlust Real. Ball bei Frenkie de Jong. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Chance zum Konter war da, aber dann dieser Ballverlust. De Jong. Der Steilpass hier von de Jong. Jetzt kann sich was entwickeln. Der Pass, nichts zu halten hier. Eine torreiche Partie, 5:3, unglaublich. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Vinicius Junior. Das kann gefährlich werden. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Pass kommt zu Lewandowski. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Oh, das könnte was werden. Weiter gefährlich. Es ist nicht zu fassen. Ausgleich. Was für eine Partie. Das Spiel wog hin und her. Aber klar, im Moment haben die hier alles im Griff. Und das nach 3 Toren Rückstand. Ah, Ballverlust.
Der späte Angriff, der späte Versuch, hier doch mehr rauszuholen. So, Führungstreffer. Es ist doch nicht zu glauben. Nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand, da sind sie wieder.